Jo Leute, wir haben es geschafft. Die Woche ist um. Gewinnspiel ist fertig. Die Gewinner stehen quasi fest. Da kommen wir aber gleich zu. Als allererstes möchte ich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön rauslassen. Warum? Wegen dem Video, was ich gestern hochgeladen habe. Ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man so viel Unterstützung bekommt wie ich. Ihr macht das wirklich gut. Ja, also egal welches Video ich hochlade, ich habe überwiegend positive Kommentare, viele Klicks sofort, wenn das Video oben ist. Also Leute freuen sich drauf, wenn ich ein neues Video hochlade und so weiter. Ich bin immer mit netten Leuten unterwegs, ja, die Gäste, die immer mitfahren zu Flohmärkten und so weiter. Es macht immer riesig viel Spaß und ihr zeigt mir, dass ihr auch viel Spaß mit den Videos habt. Finde ich total genial und ist mega geil, so eine starke Community hinter sich zu fühlen. Ihr müsst euch überlegen, ich habe jetzt fast 1460, 1470 Abonnenten. Das ist schon ganz viel. Ich habe 8 Monate jetzt das Projekt YouTube da am Start. Und ja, wie hat das Ding angefangen? Es hat so angefangen, dass ich auf der Börse war und gesagt habe, Mensch, ey, coole Typen hier. Die haben alle mit Videospielen zu tun und sind alle sehr verbunden. Und da sind sogar noch welche dabei, die machen YouTube. Also das heißt, die kann man besser kennenlernen, die äußern sich ein bisschen in ihren Videos und so weiter. Fand ich mega geil, wollte ich auch machen. Wer Interesse dran hat, wie es bei mir losging mit Videospielen und so weiter, der guckt sich einfach das Interview mit mir selbst an, was ich mal vor einiger Zeit abgedreht habe. Hätte natürlich gerne gehabt, dass ein anderer Interviewpartner da gewesen wäre oder so. Aber ich hatte die Idee. Ich habe die Idee dann umgesetzt. Ja, und so bin ich quasi nach YouTube gekommen. Und ich habe, wie gesagt, eine mega geile Unterstützung durch euch. Vielen Dank erstmal dafür. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist auch wieder in eigener Sache. Und das ist wieder ein Dank an euch. Die Leute sagen am Ende meiner Streams immer, danke für den Stream, hat mich gut unterhalten, fand ich gut. Für mich fühlt sich das gar nicht so an, weil ich denke, wenn ich abends hier sitze und eine Runde zocke, meine Familie schläft und ich möchte nicht unbedingt weg und so, dann habe ich gedacht, zocke ich eine Runde, aber ich habe keinen Bock hier alleine zu sitzen. Das heißt, ich schalte dann meinen Stream an, habe Leute, die mit mir reden, die über das Spiel auch was wissen wollen. So kann man sich ein bisschen äußern und ein bisschen erklären und auch die Emotionen, die man gerade fühlt, auch ein bisschen rauslassen, dass die Leute sehen, ey geil, das nimmt einen mit und so weiter. Schaut euch das Video zu Wave Race an und so auf dem GameCube. Hat riesig viel Spaß gemacht. Aber das Wichtigste an der Sache ist noch, dass mein Spielerlebnis, es ist wie ein DLC, versteht ihr? Wie ein Download, den man noch zusätzlich bekommen hat und noch mehr von dem Spiel bekommt. Ich schmeiß ein Spiel rein und dann sehen natürlich Leute, ah, der spielt Wave Race, habe ich damals auch gespielt und ich habe mich sogar mit diesem Spiel beschäftigt. So, diese Leute kommen dann in den Stream und sagen, hey, wusstest du das und das und das und hier hast du noch ein paar Informationen. Also mein Spielerlebnis gewinnt enorm an Tiefe, weil ihr da seid. Steht ihr, dafür will ich mal vielen Dank und herzlichen Dank sagen. Und ich hoffe, das kommt auch so rüber. Darauf zielt natürlich auch mein ganzes Gewinnspiel ab, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Nochmal ein Dankeschön will ich sagen an die Aktion, die gestern gelaufen ist. Ich habe gestern ein Video hochgeladen, da ging es um einen Fund, den ich auf dem Flohmarkt gemacht habe, nämlich mit den Pokémon-Karten. Ja, es ist kein klassisches Video und deswegen verstehe ich die Dislikes, die da gekommen sind. Vielleicht haben die Leute gedacht so, hey, das ist wieder ein Video von Back to the Past oder von Klaus oder von der Retro-Community, egal wie ihr das sehen wollt, gucken wir mal rein. Dann ist das ein Video, bei dem ich um Hilfe bitte, weil ich ja diese Unterstützung in den Streams immer bekomme, dass Leute so viel Ahnung haben von dieser ganzen Materie, dass ich denke, ey, da ist auch ein Vertrauensverhältnis. Das heißt, ich kann doch jetzt mal fragen, wer kennt sich aus? Vielleicht könnt ihr mir ein paar Infos geben. Und ich war überwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt ein Tag oben und ich kriege über 100 Kommentare, überwiegend positiv. Also fast nur positiv. Ich kann mich gar nicht erinnern, einen negativen Kommentar gelesen zu haben. Mit allerlei Infos über diese Karten und so weiter. Und wisst ihr was? Ich finde das gar nicht schlimm. Denn jeder, der in einer Community ist und der ein bisschen Wissen hat, der möchte sein Wissen doch auch äußern. Das heißt, wenn jemand nach irgendwas fragt, ob es jetzt eine Super Nintendo One Chip ist oder was auch immer, dann kann man sich doch äußern. Man schreibt doch gerne einen Kommentar drunter und sagt, hey, kein Thema, gut, dass ich dir helfen konnte. Kannst du das nächste Mal mit einbauen, fertig ist. So wird man immer kompletter und immer kompletter. Und das wünsche ich mir von der Community. Und ihr liefert genau das für mich ab. Das ist unglaublich. Das fühlt sich so gut an, Leute. Ich kann das gar nicht beschreiben. Macht mich immer sentimental. Habe ich nicht gedacht, dass es möglich wäre, über eine Online-Plattform sowas zu erleben, weil ich habe immer gedacht, das wäre sehr abstrakt und so weiter. Ist es auch eigentlich, aber die Sache geht schon sehr tief. Naja, das dazu. Dankeschön. Ja.
habe mir einen kleinen Zettel gemacht und will dann jetzt einfach schon zum Gewinnspiel kommen. Bevor ich jetzt loslege, lass uns das ein bisschen ziehen und ein bisschen genießen, okay? Mal zu dem Gewinnspiel was sagen. Meine Idee, und das seht ihr ja in dem Interview, ich habe gerade eben schon darauf hingewiesen, ist folgende. Wisst ihr, Leute stellen bei eBay Kleinanzeigen was rein oder auf dem Flohmarkt was auf den Tisch. Die haben sich von diesen Sachen verabschiedet. Die haben sich einen Preis überlegt und die wollen das Ding loswerden. Aus Platzgründen, weil die umziehen, weil die es einfach loswerden wollen oder was auch immer. Deswegen ist der Flohmarkt immer so die letzte Bastion, die man macht, bevor man Dinge wegschmeißt. Die nimmt man damit zum Flohmarkt. Das müsst ihr verstehen. Das ist das, was ich in anderthalb Jahren Flohmarkt gelernt habe. Die Leute haben sich von diesen Sachen schon verabschiedet und stellen die Sachen dann auf den Tisch. Dann guckt man da rein und denkt, wow, da liegen schon ziemlich wertvolle Sachen drin. Ja, ob es Uhren sind oder Schmuck oder was auch immer. In unserem Fall sind es nur Videospiele. Ja, das darf man nicht vergessen. Also das ist jetzt kein Silberschmuck, wo man eine alte Oma mit abzieht oder so. Ne? Dann guckt man da rein und da man die Wertigkeit der Sachen kennt, denkt man, wow, geil, hätte ich gerne. Was wollen Sie denn für das Paket haben? Ach, wissen Sie was, den ganzen Karton mitnehmen, geben Sie mir noch 10 Euro und gut ist. Dann muss man das mitnehmen, Leute. Man muss es mitnehmen aus verschiedensten Gründen. Wenn man es liegen lässt, kommt der Nächste und nimmt es mit. Im schlimmsten Fall ist es einer, der diese Sachen mitnimmt, nur aus Geschäftsgründen, die dann auf seinen Stand legt und die liegen dann jahrelang da in der Sonne, manchmal werden die nass und so weiter. Also das Potenzial, was in dem Spiel gewesen ist, geht völlig verloren. Wenn wir es jetzt aber mitnehmen für 10 Euro und nehmen wir mal an, wir nutzen es zur Refinanzierung, und verkaufen das Ding weiter. Ja, was immer sehr verpönt ist. Ich halte da nichts von. Ich finde das gut, dass man das machen kann. Ich würde es niemals verpönen. Solange man es zu einem fairen Preis abgibt. Das heißt, man setzt diesen Artikel jetzt bei Kleinanzeigen oder sonst wo rein und sagt, pass auf Leute, diesen Artikel gibt es nur für 50 Euro hier zu finden. Meiner kostet 35. Dann könnt ihr euch sicher sein, morgen ist das Ding weg und jeder, der diesen Artikel bekommt, hat den 15 Euro günstiger gekriegt, als er es irgendwo anders kriegen kann. Also für ihn ist es auch ein Schnapper. Und wisst ihr was? Ihr habt für diesen Artikel nur einen 10er bezahlt oder einen 5er und habt einen 30er Gewinn gemacht und könnt euch von dem 30er, was weiß ich, ein Smash Bros. Melee oder was auch immer euch fehlt, für eure Sammlung kaufen. Wo ist das große Problem? Ich sehe kein Problem. Und jetzt komme ich zum Kern. Das ist das, was ich aufbauen wollte. In meiner Überlegung mit YouTube habe ich mir gedacht, wir wollen eine starke Community haben. Eine starke Gemeinschaft, die viele Flohmärkte abfährt. Es gibt organisierte Leute, die fahren Flohmärkte ab und machen ein Riesengeschäft damit. Und wir müssen dann die Sachen kaufen bei denen. Das sehe ich nicht ein. Deswegen rufe ich dazu auf, Leute, fahrt zu den Flohmärkten und zeigt, was ihr habt. Und lasst uns gleichwertig tauschen. Ja, das heißt, wenn mir irgendwas fehlt, tausche ich das gegen das, was euch fehlt. Irgendwer wird sich schon finden. Und dann machen wir es vielleicht über zwei Dreiecken oder was auch immer, ohne dass wir das vielleicht bezahlen müssen und so. Das ist meine Idee dahinter gewesen. Wenn wir es nicht mitnehmen, Leute, macht's ein anderer. So, und so war es zum Beispiel auch mit dieser PlayStation 3. Nur um das nochmal zu erklären. Ich habe abends im Livestream gesessen und beim Live-Video-Game-Hunting und habe die PlayStation 3 gefunden und habe gesehen, wow, ich kaufe das Ding. Ist ein super Angebot, wunderbar. Ein Huni. Alles gut, mache ich, kann die sogar abholen und so weiter. Ein bisschen Sicherheit war noch da, dass das Ding funktioniert und so. Und dann habe ich gedacht, ja, will ich haben, das Paket. Jetzt melden sich aber im Livestream viele Leute und sagen, oh, ich hätte auch gerne Fat Lady und so. Ich möchte die auch gern haben. Und dann habe ich mir gedacht, hey, komm, ich habe doch schon eine. Das ist jetzt meine Chance. Das ist genau das, was ich doch wollte. Nimm das Ding mit, bevor es ein anderer tut, und gib es weiter für den gleichen Preis. Das ist meine Idee dahinter gewesen. Und das ist jetzt eigentlich passiert damit. Ich habe dieses Paket abgeholt. Konnte noch runterhandeln, guckt euch das Video an, konnte noch einen 10er runterhandeln und habe das Paket noch aufgestockt mit einigen Spielen von mir. Jetzt überlegt euch bitte, 90 Euro stehen zu Buche, da sind zwei PlayStation 3 Controller bei, einer in der Camouflage Edition, eine PlayStation 3, 60 GB, 4 USB, abwärtskompatibel bis PlayStation 1, also das ist die Fat Lady, Leute, die ist teuer, in UVP und... Boah, ich kann es nicht durchzählen. Keine Ahnung, 24 Spiele. So, jetzt rechnet doch mal. 24 Spiele, rechnet nur 1 Euro pro Spiel. Aber da ist auch ein Final Fantasy 7 dabei, das darf man nicht vergessen. Trotzdem, rechnet 1 Euro pro Spiel, das sind 24 Euro. Runden wir einfach auf 35. Zieht die mal ab von den 90. Ja, dann liegt ihr bei 55 Euro. Das ist der Preis einer normalen PS3 Slim in OVP mit zwei Controllern. Hier kriegt ihr eine Fat Lady für diesen Preis. So, und ich denke, dieses Angebot ist mega geil. Und die meisten von euch haben das auch so gesagt
und so weiter. Die haben auch in den Kommentaren geschrieben, hey super. Und deswegen machen hier 55 Leute mit. 55 Leute haben mitgemacht, um dieses Paket zu bekommen. Und haben nicht gemeckert. Die haben gesagt, wir finden den Preis okay. Und wisst ihr was, wie ich es immer halte? Wer bei Kleinanzeigen oder wie auch immer meinen Preis, der schon sehr gut ist, also der ist immer unter eBay-Preis und so weiter, wer den akzeptiert, einfach so, und sich meldet und sagt, hey, ich hätte gerne den Artikel, dann sage ich, ja, ja, können wir uns treffen und den abholen? Ja klar, ich lasse es bis zur letzten Minute, wie es ist. Und wenn der Kerl dann kommt und sagt, hier, da sind die 50 Euro, die du wolltest, dann sage ich zu dem, 40 tun es auch. Der sagt, hey, wie 40 tun es auch? Habe ich gar nicht mit gerechnet. Und genau aus dem Grund gebe ich dir den Rabatt. Ich habe hier 40 Anfragen gehabt, die gesagt haben, können wir nicht 20 machen, können wir 25. Ist nicht drin, Leute. Man muss mit Respekt und Toleranz auch den Leuten gegenübertreten, die dieses Angebot machen. Wenn man sich das gut bedacht hat, heißt das nicht immer, dass man dumm ist, nur weil es unter dem Preis liegt und dann muss man noch weiter drücken. Im Gegenteil, das ist das, was ich gelernt habe und das ist das, was ich an euch weitergeben möchte. Okay? Überrascht die Leute. Und so ist es jetzt auch bei euch. Der Gewinner dieser PlayStation 3, ja, überweist mir einfach 80 Euro inklusive Versand. Und jetzt rechnet, Leute, rechnet nochmal zurück, was die Fat Lady jetzt gekostet hat. 35 in OVP. Das ist mein Dank an euch, dass ihr hier mitgemacht habt. Ohne große Fragen zu stellen, ohne zu meckern, ohne zu moppern. Ihr seid dabei und euch gebe ich das Ding. Und ich bin sehr gerne für euch dahin gefahren. Das Ding funktioniert einmal frei, soweit ich das testen konnte, mit allem drum und dran. Also, habt viel Spaß damit. Wir kommen jetzt zur Ziehung des Gewinners, okay? Das heißt, 80 Euro stehen zu Buche. Inklusive Versand und dann gehört das Ding euch. Okay, ich blende euch erstmal was ein. Kurzen Überblick über meine PlayStation 3 Sammlung. Die da im Schrank steht. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. So, dann würde ich sagen, hier sind die dreijenigen drin, um die es geht. Ich kann euch sagen, 55 Leute haben mitgemacht. Das höchste Gebot lag bei 82 Spielen in der 18er Version, die ich laut demjenigen, der geschätzt hat, hätte. Das niedrigste Gebot lag bei 9 Spielen. Irgendwo dazwischen haben wir uns eingependelt. Ich zähle jetzt mal durch, oben im Schrank, und dann seht ihr, wie viele Spiele da drin stehen. In der 18er Version, okay? Leute, dann kommen wir mal zur Live-Auflösung. Wie viel sind es denn? Jetzt zählen wir mal durch. iCreate, natürlich keine 18er Version. SingStar, Made in Germany, nein. SingStar Volume 3, nein. SingStar, aber nein. Ein Steelbook von Crash Bandicoot, Insane Trilogie von der Gamescom. Schönes Custom Steelbook, mega geil das Ding. Dark Souls 3, gleiches Steelbook, ohne Spiel. Gran Turismo 6, Ridge Racer 7, Shift, Burnout Paradise, Shaun White. Ihr seht, das sind alles Spiele. Keine 18er Version. Hier, Mortal Kombat Complete Edition, US-Version. Da geht's los. 17 plus steht drauf. Devil May Cry, Yakuza, Nummer 1, 18er Version. Lego Marvel, natürlich nicht. Die Lego-Spiele sowieso nicht. Drachenzähne leicht gemacht. Rayman Legends, Little Big Planet, Ossa Battle Royale, Ultimate Collection, Mega Drive, natürlich nicht. One Piece, auch nicht. Minecraft sowieso nicht. Mirror's Edge. Spider-Man, Green Lantern, Nier, einmal Sealed, dreimal Drake's Fortune, Among Thieves und Drake's Deception, natürlich keine 18er Version, Beyond Two Souls, keine 18er Version, Castlevania auch nicht, so, Darksiders 2 auch nicht, Folklore natürlich nicht, God of War Ascension, Nummer 2, 18er Version, Red Dead Redemption, natürlich, Nummer 3, 18er Version, Red Dead Redemption, Undead Nightmare, natürlich, Nummer 4, Space Marine, Nummer 5, GTA 4, Nummer 6, Metal Gear Solid, nein, ist eine 15er Version, Thief, nein, nein, das ist Star Wars, The Force Unleashed, nein, Batman Arkham City, nein, Arkham Asylum, Batman, nein. Auch keine 18er Version. 6x 18er Version im oberen Regal. 6 Stück. Gut merken. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. So. Hier unten geht's weiter. Schnittfrei natürlich. Genji, Days of the Blade. Wir waren bei 6. 16er Version. Tales of Exilia. Nein. Ni no Kuni. Nein. Viking, Battle for Asgard. Jawohl. Nummer 7. Erste 18er Version im unteren Regal.
Nummer 7, ich muss mir merken. Aragorn's Quest, Brutal Legend, nein. South Park, nein. White Knight Chronicles, nein. Days of the Reckoning, yes. Nummer 8, USK 18. Legendary, nein. 14er Version. Dungeon Siege, nein. Untold Legends, Dark Kingdom, nein. Wir sind immer noch bei 8. Golden Axe, 18er Version. Ihr seht, Nummer 9. Dragon Age, Nummer 10. Bulletstorm, Nummer 11. Brink, nein. Dark Souls, nein. Wir sind bei 11. Diablo 3, nein. Alien, Colonial Marines, ja. Nummer 12. Borderlands, Game of the Year Edition, Nummer 13. Borderlands 2, Nummer 14. Borderlands 2 nochmal in der Uncut-Version, Nummer 15. Oh je, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. God of War 3, Nummer 16. Silent Hill, Downpour, Nummer 17. Silent Hill Downpour, US-Version, nein, 17 plus. Silent Hill Homecoming, 18 plus, Nummer 18. 4-2, nein. Dead Space, Nummer 19. Dead Space 2, 20. Dead Island, 21. Bioshock, 22. Resident Evil 5 und 6, natürlich. 23 und Resident Evil 6, auch 18er Version, Nummer 24. Mafia, Nummer 25. Heavy Rain, nein. Devil May Cry, nein. Tomb Raider, nein. Wir sind immer noch bei 25. Ico, Shadow of Colossus, nein. Hitman Collection, jawohl, Nummer 26. Metal Gear Solid, nein. Assassin's Creed Collection, nein. Wir sind bei 26. Tomb Raider, ja, 18er Version, Nummer 27. Duke Nukem Forever, ja, 28. Payday 2, natürlich, 29. Doom 3, jawohl, Nummer 30. Saints Row 3, 31. Wolfenstein, 32. Max Payne 3, 33. Brothers in Arms, Hell's Highway, 34. Okay, 34 18er Versionen in den zwei Reihen. Mehr PlayStation 3 Spiele habe ich hier nicht. Und jetzt rechnet bitte die 6 Spiele dazu, die ich eben noch hier vorstehen hatte. Ich blende euch das Bild nochmal ein. Wir sehen hier The Last of Us oben links, Nummer 1. God of War, es sind 3 18er Teile drin. Also 4 Spiele 18er Versionen. Bioshock Infinity 5 und GTA 5 Nummer 6. Sind jetzt 34 plus 6 macht 40 Games in der 18er Version PlayStation 3 in meinem Schrank. Okay, damit sind wir mit dem Zählen durch. Also, 40 Spiele sind am Start. Wie ihr gesehen habt, 40 Spiele in der 18er Version habe ich oben in meinem Schrank stehen. Das ist die Zahl, um die es jetzt hier geht. So. Es geht um drei Leute, die hier getippt haben. Und zwar hat einmal Kalle die Wurst 39 Spiele getippt. Sehr nah dran. Keiner hat die 40 getippt. Auch der Bushings LOL hat 39 Spiele getippt. Und der Kevin Lenzen ist auch in der näheren Auswahl. Der hat 35 Spiele getippt. Das sind die drei, die hier drin sind. Und unter denen wird jetzt gelost. Ich weiß selber nicht, wer wo drin steht. Alle Hüllen sind gleich. Ich mische die jetzt ein bisschen durch. Und die erste Ziehung, die wir machen, ist derjenige, der den dritten Platz belegt hat. Okay, also er hat dann nicht gewonnen, aber er war nun mal halt in der näheren Auswahl. Und auch wenn man näher dran getippt hat mit 39 zu 35, ja, ich habe ja gesagt, die ersten drei, die am nächsten dran sind, aus denen wird der Gewinner gezogen in der Verlosung. Und so sieht es aus. Also hier hat jetzt keiner mehr oder weniger oder ist näher dran oder wie auch immer. Alle drei sind gleichwertig in der Auslosung. Okay, so. Den ersten ziehe ich jetzt hier raus. Das ist leider nicht der Gewinner. Das ist der dritte Platz. Und zwar ist das einmal, schade, der Kevin Lenzen mit 35. Gut getippt. 40 wäre eigentlich der Tipp gewesen. Weg damit. Die beiden anderen. Bushings, LOL, ist noch drin. Und Kalle die Wurst, er ist noch drin. So. Und das ist der mit dem, also das ist der zweite Gewinner, beziehungsweise
Das ist der, der auch nicht gewonnen hat. Der Gewinner liegt jetzt hier neben mir. Ich werde jetzt auch hier das Paket aufmachen. Schauen wir mal, wer es ist. Spannend, spannend. Es ist leider Kalle die Wurst, hat 39 getippt, ist hier leider nur Zweiter geworden. Und damit ist jetzt völlig klar, dass Bushings LOL die PlayStation 3 Fat Lady gewonnen hat und kann zu einem recht guten Kurs eine Fat Lady in seine Sammlung stellen. Ihr seht, Bushings LOL 39 Spiele und ihr wisst, 40 Spiele in der 18er Variante stehen da oben im Schrank. Also Bushings LOL, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Trommelwirbel, klatschen, Trommelwirbel, nicht, einmal klatschen, okay? Ja Leute, keiner muss meinen Kanal abonnieren, um solche Dinge mitmachen zu können. Was ich aber empfehle ist, abonniert den Kanal. Unsere Retro-Community, ihr habt mein neues Banner gesehen, wächst und wächst und wächst. Es kommen immer mehr Leute dazu. Wir besuchen zusammen Börsen, wir haben Schnapper zusammen, Gewinnspiele werden gemacht und so weiter. Schaut auch bei den anderen rein. Ja, alle, die das Logo zeigen, sind mit in dieser Community und lassen sich mit Sicherheit in naher Zukunft einige solcher Dinge einfallen. Ja, das heißt, Schnäppchen, die wir bekommen, gehen auch dann 1:1 an die Community weiter. Ich hoffe, ihr habt weiter Spaß mit unseren Kanälen. Und vor allen Dingen mit meinem Kanal. Leute, wenn ihr euch ein bisschen binden wollt und alles sehen wollt, drückt den Abonnieren-Button, ist ganz wichtig. Likes und Dislikes ist nicht ganz so wichtig. Natürlich freut man sich über einen Daumen, aber auch ein Dislike, da freut man sich drüber, wenn denn die Kritik auch mutigerweise dann unter dem Video geäußert wird. Ansonsten muss ich halt leider sagen, Neid ist die höchste Form der Anerkennung und dann freue ich mich auch über ein Dislike, okay? Damit ihr Bescheid wisst. So. Der Gewinner, der meldet sich bitte unter, ich blende es jetzt hier unten ein, funde-bttp für back to the past at web.de. Das ist die E-Mail-Adresse, wo die Funde der Community gepostet werden. Also ich kriege da immer Fotos geschickt von Leuten, die Funde gemacht haben und so weiter. Und die kann ich jetzt auch mal weiter bearbeiten. Ich kriege schon 2-3 Videos damit zusammen. Das ist wohl ein erheblicher Aufwand, die Videos immer zu machen. Aber das mache ich natürlich gerne und zeige euch jetzt in der nahen Zukunft wieder die Schnapper der Community bzw. der Leute, die auf die Flohmärkte gegangen sind. Und 3 Stück davon haben wir schon abgedreht. 4., 5. und 6. folgt jetzt natürlich. Also, mein lieber Bushings, LOL, deine Adresse brauche ich. funde-bttp@web.de. Dann bekomme ich alles von dir, was ich brauche. Du bekommst von mir, was du brauchst, um unseren Deal mehr oder weniger abzuschließen. Herzlichen Glückwunsch für dein Schnäppchen, Alter. So, dann würde ich sagen, Leute, wir haben es geschafft. Ich bin raus für heute. Danke für die rege Teilnahme. Damit bleibt mir nur zu sagen, ich bin raus für heute. Euer Klaus von Back to the Past von der YouTube Retro Videospiel Community. Macht's gut, Leute. Dankeschön.